Ich habe über fast 10 Jahre lang Operette gesungen, also wenn man so möchte, die leichte Muse, die gar nicht so leicht ist, wenn man das auf Tourneetheater macht und jeden Abend singt und viel mit Bussen fährt und so. Und in dieser Zeit habe ich mir meine Kondition erarbeitet, ersungen, die für dieses Wagner-Repertoire unerlässlich ist. Jeder Regisseur hat einen anderen Blick auf Parsifal. Das ist meine 4. Produktion jetzt. Aber was allen gleich ist und was auch im Text steht, natürlich bekannt, der reine Tor. Und das heißt, es ist kein Dummkopf, sondern er ist einfach komplett unbedarft. Er ist aufgewachsen, fernab von jeder Zivilisation, fast wie Siegfried, kein Wissen gesammelt hat, nicht Bücher gelesen hat oder auf keiner Universität war oder irgendetwas, sondern durch sein Mitleid wissend ist. Und das ist ein wunderschöner Gedanke, nämlich, dass wir auch für uns, das, was wir an uns entdecken können, also dass wir mal alles weglassen, was wir so wissen und was wir glauben zu wissen, sondern unser Gefühl sprechen lassen und merken, wie etwas, eine Situation auf uns wirkt, welche Gefühle wir dabei haben und auch mit anderen mitfühlen können. Also, und durch dieses Mitleid werden wir dann wissend und fast im sokratischen Sinne. Also als man Sokrates fragte, verschiedene Fragen stellte und er immer verschiedene Antworten darauf gab. Und später fragte man dann das Orakel aus Delphi, ja, wer ist der weiseste Mensch? Und das Orakel aus Delphi sagte, das ist Sokrates. Ja? Und Sokrates sagte immer, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und so ähnlich sehe ich das auch mit Parsifal. Er ist ein Mensch, der nichts weiß, aber doch alles weiß, weil er es fühlt. Siegfried ist eigentlich fast halb Gott und Parsifal ist auch von Adel. Ja? Aber trotzdem sind sie in der Wildnis aufgewachsen und haben von der ganzen Gesellschaft rundherum, sie wurden nicht verdorben, sagen wir es so. Ja? Und das zieht sich, dieser Gedanke zieht sich bei Wagner in seinen Opern immer wieder durch, dass einer von außen kommt und jetzt plötzlich durch seine Intuition alles richtig und alles anders macht und die Gesellschaft verändert. Das hat man sowohl bei Siegfried, ganz stark natürlich, ja. Also bei Götterdämmerung wird dann Siegfried in diese Gesellschaft wieder hineingezogen und wird dann selbst verdorben dadurch, ja. Stirbt dann auch zum Schluss. Ja. Das hat man bei Meistersinger auch ganz stark. Stolzing, der da reinkommt in diese Gesellschaft und auch komplett Neues schafft. Ja. Und bei Parsifal hat man das natürlich auch ganz stark. Ja. Also das, was ich schon versucht habe zu erklären mit diesem reinen Tor aus Mitleid wissend. Also auch jemand, der sein Wissen angesammelt hat durch seine Gefühle und durch seine Emotionen und durch seine Erfahrungen und jetzt nichts mit der Gesellschaft zu tun. Musikalisch, Parsifal ist ein Stück, das einen Sog entwickelt. Ja. Es ist wenig Dramatik in diesem Parsifal drinnen, aber man hört immer diese Leitmotive, immer dieses dam 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 dam, und das wirkt fast hypnotisch auf die Zuhörer. Große Aufgabe und das große Freude, diese Begeisterung auch anderen Leuten weiterzugeben, die jetzt nicht das Glück hatten, durch ihre Herkunft, durch ihre Bildung in der Schule schon davon zu lernen oder irgendetwas. Also war jetzt eine lange Rede, aber was ich sagen möchte ist, ich habe auch für Parsifal 5, 6 Leute bis jetzt mitgenommen, die noch nie Parsifal gehört haben. Ein paar waren auch dabei, die noch nie in einer Oper waren. Ja? Und von allen habe ich eine einhellige Meinung bekommen, nämlich, wie, das waren jetzt 5 Stunden? Das ist nicht möglich. Also die waren dann irgendwie komplett
komplett geblättet und komplett überrascht, dass die Zeit schon aus ist. Und das ist das Wunderbare an dieser Musik, vor allem am Parsifal. Kurnemann sagt es ja im ersten Akt: Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit. Und das ist einfach so. Also diese Musik hat genau diese Wirkung.